wir haben hier, wie auch letztes Jahr, Top-Bedingungen gehabt. Am ersten Tag hat es ein bisschen geregnet, ansonsten waren die Trainingsmöglichkeiten optimal. Wir haben all unsere Punkte, die wir trainieren wollten, haben wir in dieser Woche durchbekommen. Die Mannschaft, die Spieler haben außerordentlich gut trainiert. Das Engagement, der Einsatz, der Wille, die Arbeitseinstellung war optimal, war top. Großes Kompliment. Es ist nicht einfach, wenn man viel trainieren muss, hart trainieren muss und trotzdem immer wieder alles aus sich gibt. Deswegen positiv. Als die Herren hier beim Gegenbesuch, sprich die Einladung von Eintracht Frankfurt, in der Commerz-Arena waren anlässlich des Spiels gegen Gladbach, ja, ist uns die Idee gekommen, wie man die Verbundenheit zu Geis und zu den Adlern in Frankfurt ja besser dokumentieren kann. Und da ist uns einfach die Idee gekommen, einen offiziellen Fanclub zu gründen. Und dann, was liegt nahe, als den Namen den Südtiroler Adler zu nennen? Ich glaube, das war eine bombige Idee, was man nicht auch alles beim Äppler dann irgendwo ausbrütet. Wie wir natürlich das vereinbart haben, dass Frankfurt sozusagen 3 Jahre herkommt, war es für uns nicht nur eine Pflicht, sondern auch eine Ehre. Und dann habe ich gesagt, sofort müssen wir auch einen Fanclub, die Südtiroler Adler, gründen. Und das freut mich, heute ist es soweit. Und wir werden unsere Sache so gut, dass wir wirklich machen und werden treue Fans sein. Und wir sehen uns ja in den nächsten Jahren mit der Mannschaft, mit den Fans gemeinsam und werden natürlich auch wieder nach Frankfurt fahren und das eine oder andere Spiel anschauen. Wir sind stolz darauf und wir sind auch stolz darauf, Freunde gefunden zu haben und das macht einfach wirklich Spaß. Wir haben jetzt wieder zusammen einige Tage verbracht und ich glaube, man kann es nicht anders ausdrücken, auch wie wir einen Fanclub gründen und damit noch weiter uns miteinander beschäftigen und hoffentlich tolle Situationen, tolle Momente gemeinsam erleben. Ich freue mich sehr, dass ich auch da dabei sein darf. Ich glaube, das schweißt uns jetzt noch mal mehr zusammen. Letztes Jahr war es eine improvisierte Geschichte, dann heuer durfte man das ein bisschen mehr planen. Jetzt sind wir Freunde geworden, will ich sagen, mit diesem Akt, den wir da heute vollziehen. Und von dem her freuen wir uns ganz besonders, jetzt die Südtiroler Adler heute zu gründen. Ja, ist eine tolle Sache, dass so eine Top-Mannschaft von der Bundesliga da in so einem kleinen Dorf ist. Und Eintracht Frankfurt ist schon das zweite Mal da und ich bin auch das erste Mal da, weil letztes Jahr haben wir es nie geschafft. Ich war die ganze Woche weg auf Trainingslager und heuer war ich auch die ganze Woche weg. Und, aber heute zu spielen ist zum Glück geschafft, dabei zu sein. Ja, die Mannschaft, die heute auf dem Platz stand, war ziemlich jung, aber das haben sie außerordentlich gut gemacht. Ich muss sagen, auch gerade in der ersten Halbzeit haben wir es gut gemacht. Zweite Halbzeit haben wir dann noch den Ausgleichstreffer erzielt. Also mit der Leistung bin ich zufrieden, weil die Jungs Fußball gespielt haben. Sie haben den Ball laufen lassen. Es gibt immer wieder Sachen, die kann man verbessern, das ist klar. Aber gegen einen Aufsteiger, italienischen Aufsteiger, muss man erst einmal so ein gutes Spiel abliefern.